Ich fliege in den Ferien 2 Wochen auf die Malediven. Was machst du so? Ich bleib zu Hause. Meine Mom muss arbeiten. Ich muss mich um meine Brüder kümmern. Und Geld haben wir auch keins, um in den Urlaub zu fahren. Kinderarmut in Deutschland. Armut bedeutet, nicht genug von etwas zu haben. Für Menschen in Armut ist es nicht so leicht, gesundes Essen oder warme bzw. neue Kleidung zu kaufen. Dadurch sind diese öfter krank. Die Kinder haben beispielsweise nicht genug Geld, um ins Kino zu gehen oder Sport im Verein zu betreiben. Zudem besitzen die Familien oft nicht genügend Wohnraum. Ursachen können Geldmangel, Arbeitslosigkeit der Eltern, viele Geschwister oder auch Krankheit der Eltern sein. Auch zu geringer Lohn und langfristige Arbeitslosigkeit spielen eine große Rolle. Jedes 5. Kind in Deutschland lebt in Armut. Circa 800.000 Kinder leben in nicht richtig beheizten Wohnungen und 1,2 Millionen Kinder leben in Familien, die kaum die Miete zahlen können. Als Hilfsmöglichkeit kann sich ans Amt gewendet werden und Hartz IV beantragt werden. Das Problem dabei, viele trauen sich nicht zuzugeben, dass sie in Abhängigkeit vom anderen oder vom Staat leben. Es kann außerdem für Armut Betroffene gespendet werden. Viele Vereine starten Spendenkampagnen für Arme und vor allem für arme Kinder. Außerdem können Partnerschaften übernommen werden.